Es ist, lieber Herr Zimmermann, es ist für viele Künstlerinnen und Künstler trotz existenzieller Not keine Alternative, die sie für realistisch für sich erachten, Sozialhilfe nach SGB II zu beantragen, also Hartz IV zu beantragen. Das machen manche, aber die meisten, die ich kenne, wollen das nicht. Stattdessen wird eine Alternative gefordert. Ja, die Forderung einer Grundsicherung ist ja nun auch schon mehrere Jahrzehnte im Gespräch. Wäre das aus Ihrer Sicht eine Alternative? Gibt es da Handlungsbedarf, den wir von der Kulturamtsseite aus unterstützen könnten? Also erstmal verstehe ich, dass Künstlerinnen und Künstler Schwierigkeiten haben, Hartz IV zu beantragen. Aber das will ich auch sehr deutlich sagen, alle Menschen haben Schwierigkeiten, Hartz IV zu beantragen, wenn sie gezwungen sind, Hartz IV zu beantragen. Das ist für niemand lustig. Das ist nichts, was in irgendeiner Form Spaß macht. Das ist, wenn Sie so wollen, ich sage mal, das letzte Rettungsnetz, was wir als Gesellschaft haben. Trotzdem bin ich froh, dass wir es haben. Und deswegen habe ich auch sehr darum gekämpft, dass es ausgebaut wurde. Also jetzt am Anfang der Pandemie es einen erleichterten Zugang gibt und dass überhaupt Selbstständige dort Hartz IV beantragen können, ohne direkt dem Arbeitsmarkt wieder, also dem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsmarkt, also außerhalb der künstlerischen Tätigkeit, zur Verfügung zu stehen. So. Trotz alledem natürlich, das ist nicht auf Dauer der richtige Weg. Aber noch einmal, für alle ist das nicht auf Dauer der richtige Weg. Also das ist nicht nur für Künstlerinnen und Künstler unzumutbar, wie das bei Hartz IV läuft, sondern das ist auch für andere, die jetzt Hartz IV beantragen müssen, unzumutbar. Und deswegen finde ich, sollten wir uns auch gemeinsam einreihen in den Kampf derjenigen, die sagen, dass unsere Sozialgesetzgebung verändert werden muss, generell. Und deswegen sage ich auch, ja, vielleicht kommen wir zu einer Grundsicherung, zu einer bedingungslosen Grundsicherung. Dann werden wir die aber nicht nur für die Künstlerinnen und Künstler bekommen. Da bin ich mir also erstmal ganz, ganz sicher. Und ich würde es auch persönlich für falsch halten, das will ich auch klar sagen. Sondern entweder wir bauen unsere Gesellschaft so um, dass wir eine generelle Grundsicherung finanzieren. Das finde ich, ist etwas, wo wir uns drüber Gedanken machen müssen. Da sind eine ganze Menge Veränderungen für notwendig, aber ich halte das für machbar. Und dann sind selbstverständlich auch Künstlerinnen und Künstler davon betroffen. Ich glaube nicht, dass wir es in der Gesellschaft hinbekommen werden, zu sagen, so, aber für alle anderen lassen wir Hartz IV und die sollen mal gucken, wie sie damit zurechtkommen. Aber für die Künstlerinnen und Künstler, da gehen wir einen anderen Weg und die kriegen dann eine Grundsicherung bezahlt, die nicht unter diesen Bedingungen stattfindet. Also ich glaube nicht, dass das politisch umsetzbar ist und ich sage Ihnen das auch ganz offen aus meiner politischen Warte, ich würde das auch politisch für falsch finden. Also ich glaube, dass wir diese Extrawurst nicht gebraten bekommen werden. Und wie gesagt, ich finde es auch gut, dass wir sie nicht gebraten bekommen werden. Wir sollten uns jetzt einreihen. Wir tun das auch. Ich tue das auch jetzt. Also mit vielen Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel auch in den Sozialverbänden, in den Gewerkschaften und so weiter, wo wir sehr intensiv jetzt darüber nachdenken, welche Lehren ziehen wir denn jetzt, also letztendlich aus Corona. Und was heißt das denn eigentlich? Und was müssen wir jetzt machen, um mittel- bis langfristig diese Situation nicht mehr zu haben, wie wir sie jetzt haben, dass so viele Menschen in so kurzer Zeit in Armut gefallen sind? Das ist ja auch ein Alarmsignal für eine ganze Gesellschaft. Und da hoffe ich einfach, dass wir gemeinsam mit den anderen, also mit den Sozialverbänden, mit den Gewerkschaften, mit den anderen gesellschaftlichen Gruppen einen Weg finden. Vielen herzlichen Dank für diese Einschätzung der Dinge. Noch eine Nachfrage in Bezug auf die spezifische Situation der freiberuflichen Künstlerinnen und Künstler, bitte. Grundsicherung würde ja dann besonders großen Sinn auch für diese Berufsgruppe machen, da ja die Kunstproduktion einen Unabhängigkeitsstatus hat. So, das ist nicht ganz einfach für Menschen, die jetzt keine Künstler sind, zu verstehen. Aber wäre es möglich, Herr Zimmermann, dass Sie dazu ein bisschen aus Ihrer Sicht beitragen, zu erläutern, warum ist die Kunstproduktion unabhängig und was bedeutet es, dass sie unabhängig ist? Ja, ich glaube, dass die Kunstproduktion in erster Linie vielfältig ist. Also wir haben natürlich, also erstmal
unabhängig sollten Künstlerinnen und Künstler immer sein. Das ist ja auch das besondere Recht. Und wir haben Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes, wo die Kunstfreiheit festgeschrieben ist als eines der zentralen Freiheitsrechte, die wir in unserem Land haben. Also das heißt, diese Unabhängigkeit ist für alle Künstlerinnen und Künstler letztendlich gegeben. Aber innerhalb dieser Strukturen der Vermarktung haben wir natürlich bestimmte Regelungen, die zu Einschränkungen führen. Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die haben einen Weg gefunden, über, ich sag mal, den Kunstmarkt ihr Geld zu verdienen und das sehr erfolgreich zu machen. Und die werden das hoffentlich also auch weitermachen und spätestens, wenn die Türen sich wieder öffnen können, das auch wieder sehr erfolgreich machen. Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die haben einen Weg gefunden, über die öffentlichen Finanzierungsstrukturen das zu machen. Also über Stipendien, über Projekte und Ähnliches. Und auch da, glaube ich, gibt es ganz erfolgreiche Karrieren auch in diesem Bereich. Und das ist ja auch das, wo Sie also eine ganz besondere Verantwortung haben, letztendlich in so einer Stadt eben auch zu schauen, dass Künstlerinnen und Künstler neben ihrem ökonomischen Erfolg eben auch die Freiheiten haben, eben künstlerisch tätig zu sein, wenn sie möglicherweise nicht ökonomisch erfolgreich sind, weil das hat mit der Qualität der Kunst gar nichts zu tun. Also das eine ist ein Vertriebsweg 1, das andere ist ein Vertriebsweg 2. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die im Moment durch die beiden Raster hindurchfällt, also die weder einen ökonomischen Erfolg hat, noch einen Erfolg im Bereich der öffentlichen Unterstützung und der öffentlichen Finanzierung hat. So, und für diese Gruppe, da müssen wir uns, finde ich, mehr Gedanken drüber machen, wie wir die also letztendlich auffangen. Das ist in der Regel ja auch nicht so eine festgelegte Gruppe. Also wir erleben zum Beispiel eine einfache Sache, je älter eine Künstlerin und Künstler wird, umso schwieriger ist es, eine öffentliche Finanzierung zu bekommen, weil die meisten Unterstützungsprogramme letztendlich eher an Jüngere geknüpft sind und weniger an Ältere. Das finde ich ist falsch. Ja, also das heißt, da muss man, finde ich, einfach auch gucken, was kann man eigentlich dagegen setzen? Also kann man nicht dann eben auch sagen, wir ändern auch diese Förderungsprogramme, zum Beispiel einer Stadt, eines Landes, des Bundes, ja, also in diesem Bereich und betrachten nicht nur die Berufsanfänger oder die Jüngeren, ja, die also im Staat sind, sondern wir schauen uns auch die an, die längere Zeit da sind. Das ist so nebenbei auch eine Erkenntnis, die wir aus unseren Untersuchungen, wir machen ja eine ganze Reihe statistischer Erhebungen und Untersuchungen, festgestellt werden, dass es am Anfang schwierig ist, diesen Beruf zu ergreifen und Fuß zu fassen. Aber dann gibt es noch einmal eine erhebliche Schwierigkeit, wenn man dann also nicht mehr ganz jung ist, ja, diesen Beruf quasi dauerhaft weiterzuführen. Und es gibt dann also so ein Loch, in das man dann hineinfällt. So. Und dieses Loch muss in irgendeiner Form überbrückt werden. Da müssen wir eine Brücke drüber bauen. Ja. Das wäre dann eine öffentliche Finanzierung. Und ich glaube ja, dass wir im Bereich der öffentlichen Finanzierung viel weiter denken müssen, als wir das heute tun. Also wenn ich mal sehe, wie in andere, ich brauche jetzt einen Begriff, Forschungsbereichen darüber nachgedacht wird, also in der Naturwissenschaft, ja, da haben wir uns letztendlich Hochschulen geschaffen, da haben wir uns universitäre Forschungseinrichtungen geschaffen, da haben wir uns Großforschungsanlagen geschaffen, weil wir sagen als Gesellschaft, wir wollen Grundlagenforschung haben. Das ist quasi die Voraussetzung und das lassen wir uns sehr, 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 sehr viel Geld kosten und ich finde das richtig super und unterstütze das auch und finde das gut, dass wir uns das Geld kosten lassen. Und nebenbei erleben wir gerade, dass das auch für uns ganz wichtig ist, weil sonst würde man die Impfstoffe gar nicht haben, die wir jetzt gegen Corona haben, hätte es nicht diese Grundlagenforschung gegeben, die man über viele Jahrzehnte finanziert hat, das quasi die Voraussetzung ist. Aber vieles, was wir im Kunstbereich machen, ist auch Grundlagenforschung. Das ist eigentlich gar kein großer Unterschied zu dem, was also, ich sag mal, ein Chemiker oder ein Physiker oder ein Mathematiker macht. So machen eben Künstlerinnen und Künstler auch eine Grundlagenforschung. Und deswegen glaube ich, dass wir uns überlegen müssen, ob wir nicht auch so etwas wie Kunstforschungsanlagen haben, jetzt ein unglücklicher Begriff, aber wissen, was ich meine. Also das heißt also Orte, wo wir sagen, da können Künstlerinnen und Künstler, weiß ich nicht mal, für 10, 15 Jahre mit Ruhe arbeiten, ja, und können ihre künstlerische Grundlagenforschung letztendlich betreiben, müssen sich nicht
um den Markt kümmern. Ja? Wenn sie gerne wollen, können sie sich aber um den Markt kümmern. Das können die Wissenschaftler in den naturwissenschaftlichen Bereich ja mittlerweile auch. Ja? Dann im Notfall gründet man dann eine kleine GmbH aus und macht dann auch noch ein bisschen marktmäßig. Aber sie müssen es auch nicht. Also das heißt, man kann eben auch letztendlich sich rein dieser Forschung widmen. Das, glaube ich, wird so eines dieser Punkte sein, wo wir vielleicht in den nächsten Jahren hinkommen werden, wo wir uns überlegen, dass man noch andere Wege findet, um nochmal so ein bisschen mehr Dauerhaftigkeit in die Förderung zu bekommen, weil es wird Ihnen so gehen, wie ganz vielen anderen auch. Diese ganzen Förderungen sind immer nur sehr kurzfristig, also zeitlich sehr, sehr stark begrenzt, dann muss man quasi gleich eine neue Förderung machen, dann denkt man sich erst, ich kann es ja nicht schon wieder dieselbe Person fördern, also gibt es immer erstmal eine Lücke dann auch in der Förderung. Für die künstlerische Entwicklung ist das nicht förderlich. Ja, ich denke, dass man mit dieser Herangehensweise wirklich ganz neue Perspektiven nochmal öffnen kann und viel Kreativitätsverlust, den wir gegenwärtig dadurch haben, dass Künstlerinnen und Künstler gezwungen sind, irgendeiner Tätigkeit nachzugehen, zum Geld verdienen, die sie von ihrer Kunstproduktion abhält, dass wir das auf diesem Weg dann vermeiden könnten und die Kreativität tatsächlich in die Kunstproduktion wieder gelangt. Genau. Ja, dann hoffen wir das. Vielen herzlichen Dank, Herr Zimmer. Sehr gerne. Gespräch. Ja, es ist immer sehr erhellend, mit Ihnen darüber zu sprechen und wir Kulturämter sind da auch sehr aufmerksam dafür, was Sie uns an die Hand geben können an Erkenntnissen.